Sehr geehrter Herr Pinkowski, sehr geehrter Herr Langsdorf, Herr Landtagsabgeordneter Büger, Herr Landrat, Herr Regierungsvizepräsident und Regierungspräsident AD, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des Malteser-Hilfsdienstes und Freunde dieser, wie ich meine, sehr wichtigen Organisation in unserer Stadt. Ich darf mich zunächst ganz herzlich bedanken für die Einladung zu dieser Veranstaltung und darf ganz vorab die herzlichsten Glückwünsche übermitteln zu diesem, wie ich ja nun eben gehört habe, dreifachen Anlass des heutigen Tages. Die Glückwünsche an den 75. Geburtstag von Franz Langsdorf, an das 10-jährige Jubiläum in diesem Hause, an die Neueinweihung eines Garagentraktes und darf dies im Namen der hier anwesenden Vertreter der Stadt Wetzlar, der Stadtverordnetenversammlung, der Magistratsmitglieder, die hier sind, insbesondere auch des Sozialdezernenten, Herrn Bürgermeister Lattermann und auch namens der Wetzlarer Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die ja über viele Jahrzehnte vertrauensvoll mit Ihnen zusammengearbeitet haben und das, wie ich hoffe, auch in Zukunft erfolgreich tun werden. Meine Damen und Herren, ein solches 10-jähriges Jubiläum in neuen funktionalen und sachgerechten Räumlichkeiten bietet natürlich den Anlass, einmal etwas grundsätzlicher den Blick darauf zu werfen, was macht den Malteser Hilfsdienst aus. Die Malteser, und wenn man sich ein klein wenig damit beschäftigt, sind ja ein Werk des Malteser Ritterordens, einer Tradition von 900 Jahren folgend, die unter dem Wahlspruch steht, Bezeugung des Glaubens und Hilfe der Bedürftigen und Teil der christlichen Nächstenliebe in zeitgemäßer Form ist, so wie es in der Präambel zu ihrer Satzung niedergelegt ist. 1953 ist hier in Deutschland diese Organisation von dem Malteser Ritterorden und der Caritas begründet worden. Und ich denke, die Erfolgsgeschichte, die seitdem nicht nur hier in Wetzlar in der Region, sondern in ganz Deutschland zu sehen ist, spricht für sich und trägt dazu bei, dass dieser Gedanken der Glaubensverkündung auf der einen Seite, aber auch der Hilfe der Bedürftigen auf der anderen Seite sich inzwischen zu einem Werk entwickelt hat, was weit über das ehrenamtliche Engagement der Anfangszeiten hinausgeht und gegangen ist. Denn 1953, da waren die Menschen noch nicht der Auffassung, dass man diese Aufgabe hauptamtlich leisten müsste. Das ist dann Schritt für Schritt entsprechend der Bedürfnisse der Bevölkerung entwickelt worden. Und heute gibt es 35.000 ehrenamtliche, aktive Mitwirkende im Bereich der Malteser und 3.000 Hauptamtliche. Also Sie sehen, eine richtige Großorganisation, die inzwischen in 500 Städten präsent ist und von rund 850.000 Förderern unterstützt wird. Also eine Bürgerbewegung, so kann man es auch mit bezeichnen, wenn man diese Zahlen einmal genauer unter die Lupe nimmt. Einerseits ein eingetragener Verein, andererseits aber auch eine gemeinnützige GmbH, dort wo eben Dienste angeboten werden, die unter steuerlichen Gesichtspunkten mit der Gemeinnützigkeit des eingetragenen Vereins nicht mehr vereinbar gewesen sind. So hat sich die Organisation entwickelt und in der Gliederung in Diözesen ist die weiter bestehende sehr intensive Anbindung an die katholische Kirche auch erkennbar und in der Überlagerung dieser Organisationsstruktur wird zugleich die Funktionalität sichergestellt. Die Vielfältigkeit der Aufgaben, die vom Katastrophenschutz über die Breitenausbildung, ich nenne hier nur die Erste Hilfe, über die Sanitätsdienste, Rettungsdienste, Besuchs- und Begleitdienste, den Hausnotruf, die Mahlzeiten und die Schwesternhelferinnen-Ausbildung geht, um nur die wesentlichsten Aspekte darzustellen, spricht dafür, dass die ursprüngliche Intention sich deutlich verbreitert hat und man erkannt hat, dass in vielfältigen Bereichen unserer Gesellschaft Hilfebedarf gegeben ist,
Hilfe bedarf in einer Weise, die Ehrenamt und Hauptamt verkoppelt. Und ich denke, die unterschiedlichen Elemente schwingen auch immer mit, wenn es um die praktische Arbeit des Malteser Hilfsdienstes mitgeht, die ja auch durch Persönlichkeiten wie Franz Langsdorff verkörpert werden. Nämlich der Ausgangspunkt bleibt der Glaube, die feste Verankerung in dem christlichen Glauben und die damit verbundene Bereitschaft, aktive Nächstenliebe auszuüben, den Menschen, die in einer Notsituation sind, die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Und dieser Ausgangspunkt befähigt eben dazu, dass diese 35.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ihre Freizeit, viele Stunden davon in Anspruch nehmen, um eine solche Aufgabe in der Vielfältigkeit zu erfüllen. Einerseits, ich sagte es schon, eine Einbindung in die Strukturen der katholischen Kirche, aber dann doch wieder eine selbstständige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, jedem gleich welchen Glaubens eine Hilfe anzubieten. Also hier wird nicht in irgendeiner Weise unterschieden, sondern man geht davon aus, dass jeder Mensch, hat er nun einen Glauben, hat er einen anderen Glauben, dieser Hilfe bedarf und man auf ihn zugeht und natürlich über die Hilfestellung und die Unterstützung in Notsituationen auch dazu beiträgt, aktiv ein Bekenntnis abzulegen zu dem, was unser christlicher Glauben ausmacht. Tradition und Modernität, beides gehört zusammen. Die feste Begründung in dieser, ich sage mal, sehr alten Tradition des Malteser Ritterordens, der ja bis heute eine eigenständige Rechtspersönlichkeit im internationalen Verkehr darstellt und von daher gesehen das alles mitnimmt, was mittelalterliche Vorstellungen von Ritterlichkeit und auch Nächstenliebe mit ausmacht. Auf der anderen Seite die Modernität, nämlich den Anforderungsprofilen einer Gesellschaft Rechnung zu tragen, die eben eine schnelle, eine effiziente, eine technisch hervorragend ausgestattete Hilfeleistung mit haben will, was die Rettungsdienste, Sanitätsdienste betrifft. Auf der anderen Seite auch die Zuwendung mit beinhaltet zu der einzelnen Person, die einen entsprechenden Hilfsbedarf mit hat. Ehrenamt und Hauptamt zusammengenommen bilden das professionelle Gerüst der Malteser und in dieser Verschränkung zwischen den beiden Aktivitäten ist sicherlich auch ein Stück des Erfolgsrezeptes mitzusehen, denn alleine das Hauptamt ohne das Ehrenamt könnte die Breite der Palette nicht mit abdecken und das Ehrenamt alleine ohne die Professionalität des Hauptamtes wäre sicherlich auch nicht in der Lage, den Anforderungsprofil einer wichtigen Rettungsdienstorganisation Rechnung zu tragen.